Wi-Fi-Mesh-Systeme gibt es von verschiedenen Herstellern, darunter auch Netgear. Für dieses Video hat mir Netgear das Nighthawk-System mit dem Namen MK62 zur Verfügung gestellt. Warum ich den Test vorzeitig abbrechen musste, erfahrt ihr nach dem Intro. Kommen wir aber erstmal zum WLAN-Mesh. Die Mesh-Funktionen haben tadellos funktioniert. Ich konnte meine 88 Quadratmeter Wohnung sehr gut mit dem Set ausleuchten. Das verwundert jetzt auch nicht wirklich, das Set ist für 200 Quadratmeter ausgelegt. Gut funktioniert hat die Übergabe zwischen den Bändern und den Access Points. Bei der Übergabe kam es nicht zu Paketverlusten und ich konnte durchgängig gute bis hohe Geschwindigkeiten erreichen. Das Set kostet bei Amazon etwas über 200 Euro. Das ist ein recht hoher Preis und dieser kann nur durch interessante Zusatzfunktionen gerechtfertigt werden. Eine dieser Funktionen ist zum Beispiel die Möglichkeit, einen OpenVPN-Server auf dem Gerät laufen zu lassen. Das war auch gleich die erste Funktion, die ich gerne getestet hätte. Leider gibt es einen Fehler in meiner Firmware, der das Downloaden der Konfigurationsdateien verhindert. Als nach mehreren Wochen das Problem mit einer Beta-Firmware vom Support gelöst wurde, musste ich feststellen, dass der Router keine Möglichkeit bietet, einen neuen Private Key zu generieren. Verliert man den Key durch ein verlorenes oder gestohlenes Gerät, ist man gezwungen, OpenVPN zu deaktivieren. Jeder im Besitz des Private Keys kann sich sonst problemlos verbinden. Alleine dieser Punkt ist so haarsträubend, dass ich allein deshalb von diesem Gerät abrate. Das Problem mit dem festen Private Key ist bei Netgear nicht neu. Wer so wenig Wert auf die Sicherheit seiner Produkte legt, sollte nicht über einen Kauf unterstützt werden. Durch den Fehler mit dem VPN hatte ich zudem die Möglichkeit, den Netgear Support unter die Lupe zu nehmen. Leider hat dieser kein gutes Bild abgegeben. Sowohl im Forum von Netgear als auch in meinem Ticket wurde mir geraten, den Router zurückzusetzen in den Werkszustand. Das war natürlich Unsinn, weil ich ja gerade aus dem Werkszustand mit dem Gerät kam. Jeder, der schon einmal sein Heimnetz konfiguriert hat, ist eigentlich froh, wenn alles läuft, wie es soll. Das Ganze noch einmal wiederholen zu müssen, ist mehr als nur ärgerlich. Zudem war damit der Fehler natürlich auch nicht gelöst. Als nächstes habe ich eine Beta-Firmware vom Support erhalten. Das machte für mich keinen Sinn. Entweder der Support wusste von dem Fehler, der schon in der neuen Firmware gelöst war und hat diese mir vorenthalten und erst einmal auf den Werkszustand bestanden, oder es war einfach nur die aktuelle Beta, in der der Fehler gar nicht behoben war. Es stellte sich heraus, dass es sich um Letzteres handelt. Beta installiert und der Fehler existierte weiterhin. Als nächstes sollte ich recht aufwendig einen Debug-Log erstellen. Das habe ich auch getan und einige Wochen später eine Beta-Firmware erhalten, die das Problem gelöst hat. Alle Schritte, die der Support von mir abverlangt hat, waren nicht nachvollziehbar. Der Support hätte nach der ersten Mail einfach nur auf demselben Gerät den Fehler nachstellen müssen, dann hätte ich weder den Werkszustand, noch die unnütze Beta-Firmware, noch den Debug-Log benötigt. Zudem steht die Beta-Firmware nicht öffentlich zum Download, das heißt, das Problem besteht in den regulären Firmware-Versionen weiterhin. Trotz einer aktualisierten stabilen Firmware in der Zwischenzeit wurde das Problem bisher nicht in den offiziellen Releases gelöst zum Zeitpunkt dieser Aufnahme. Mit dem Vorgehen hat Netgear die Arbeit an den Kunden abgeschoben. Dafür habe ich kein Verständnis. Kommen wir aber zum letzten Ärgernis, das mir zwangsläufig aufgefallen ist: die Bedienung. Das erste Ärgernis ist, dass die Netgear-App zwingend einen Online-Account benötigt. Da es dafür keinen technischen Grund gibt, habe ich auf die Nutzung der App verzichtet. Nicht einmal der chinesische Hersteller Tenda verlangt einen Account von seinen Kunden. Ich habe also die Geräte über die Nutzeroberfläche des Routers eingerichtet. Dabei ist gleich aufgefallen, dass die Konfiguration nicht barrierefrei für Mobilgeräte funktioniert. Man erhält eine schwer bedienbare Desktop-Seite auf dem Smartphone. Das wäre ja noch verschmerzbar, wäre da nicht die völlig chaotische Menüführung. Wobei Führung hier schon zu viel gesagt ist. Das Menü unterteilt sich in ein einfaches und ein erweitertes Menü. Das erweiterte Menü enthält die Punkte Administration oder erweiterte Einrichtung. Wer jetzt noch nicht völlig verwirrt ist, kann auch noch den Punkt Konfiguration entdecken. Das führt zwangsläufig dazu, dass man alle Menüs aufklappen muss, um den Punkt zu finden, den man eigentlich sucht. Ich hoffe, ihr könnt verstehen, warum ich den Test entnervt abgebrochen habe und ich vom Kauf abrate. Auch die Erfahrung mit dem Support möchte ich niemandem zumuten. Über ein Abo dieses Kanals freue ich mich natürlich und in der Endcard blende ich euch noch ein paar weitere Videos ein.